Es ist kurz vor 12, ja, es ist die Nacht des Grauens, es ist Halloween. Es ist an der Zeit, etwas Schreckliches zu spielen. Das tue ich jetzt. Ja, ich habe mir hier zu meiner Unterstützung meine zwei andere Arme, meine zwei Freunde hier hinten, wie ihr sehen könnt, dazugeholt. Der zweite hat noch einen dritten dabei in der Hand, der hoffentlich uns mit Rat und Tat zur Seite stehen wird, was ich nicht glaube, aber naja, man kann ja hoffen. So, wir spielen Detention, ein, wie soll ich sagen, Taiwan, ein Spiel aus Taiwan oder Korea oder irgendwie sowas, auf jeden Fall, wie man recht deutlich sehen kann, was Asiatisches. Ja, nach dem Trailer zu urteilen geht es da drin ziemlich ab, es steht auch im Vorspann, beziehungsweise wenn man das Spiel startet, dass, ja, starke Gewalt und so grausame Sachen zu sehen sein werden. Also, Sachen, die man an Halloween eigentlich gerne möchte. Nicht. So, und deswegen starten wir jetzt einfach mal das Spiel, denn wir wollen sehen, was da so grausames ist. Start a new game, will lose current save data. Das ist völlig in Ordnung, weil es ist ja nun so, ich habe das Spiel schon mal angespielt zum Testen, aber natürlich nicht viel. Ja, es ist sehr, sehr dunkel. Es ist wirklich sehr dunkel. Ja. Achtung, das ist eine sehr wichtige Lektion. Während dieser Zeitperiode, ich komme gar nicht mit dem Lesen hinterher, ich versuche es leicht so ein bisschen zu übersetzen, so gut es mir in dem Moment auch gelingt. Der Präsident, ja. Da kommt jetzt der Instructor bei, also der Instructor, ja, irgendein Militärmensch in diesem Sinne. Okay, Klaas, let's take us a short, ja, irgendwie eine kleine Pause. Also er hat sie jetzt darum gebeten, ob, oder gefragt, ob er mit ihr wohl kurz ein paar Worte wechseln durfte. Diese hier, Miss Jin. Haben Sie diese Liste vorher gesehen? Eine Liste. So, und jetzt sind wir da, dieser junge Mann. Der glaubt, eingeschlafen zu sein. Und feststellt, dass es recht merkwürdig ist, dass die Leute ja alle weg sind. Wie kommt es, dass niemand mehr hier ist? Punkt, 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 Punkt. Ein Taifunalarm an der Tafel offensichtlich. Diese Jahreszeit sollte es eigentlich keine Taifune geben. Was passiert denn gerade? Okay. Ich stelle fest, ich hätte eventuell doch für etwas, beziehungsweise ich werde definitiv für etwas mehr Beleuchtung sorgen, indem ich den Laptop-Bildschirm doch etwas heller stelle, weil... Ja, das beleuchtet leider nur mich extrem, aber den Hintergrund nicht. Das ist kontraproduktiv. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass mir das so ein kleines bisschen lichtiger hier wird. Aber gut, das Leben ist ja nun mal kein Ponyhof. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Das Spiel wird jetzt hoffentlich auch nicht immer ganz so düster bleiben. Beziehungsweise ich vermute sogar, dass es noch düsterer wird. Jetzt laufen wir hier erstmal ein bisschen rum. Ich kenne dieses Spiel schon aus einer Switch-Demo tatsächlich, die ich mal gespielt habe. Dadurch bin ich auch mehr oder weniger auf das Spiel aufmerksam geworden. Jetzt lesen wir mal das hier. It's a bulletin board. The holidays are only thing I the holidays are the only thing I pay attention to. Also das ist eine, ja, Bulletin Board, das heißt wahrscheinlich sowas wie so eine, ja, wie würde man da bei uns zu sagen? So ein schwarzes Brett halt. Ein schwarzes Brett, wo alle möglichen Sachen dranhängen. Alle möglichen schulischen Informationen, und in dem Fall sagte uns, dass er sich eigentlich nur für die Ferien interessiert. Marked on the calendar are the daily and weekly quizzes, midterm exams, final exams. Okay, also wöchentliche Rätsel oder Quiz-Veranstaltungen machen sie wohl. Und in der Mitte und am Ende des Schuljahres, würde ich jetzt mal sagen, gibt es Examen. Ja, oder halt dementsprechend auch Zeugnisse. So, die sind im Kalender markiert.
Reading this is giving me a headache. Wenn ich das lese, bekomme ich Kopfschmerzen. Ja, steht wahrscheinlich doch nicht so viel von Ferien. Ne? Da könnte man jetzt wahrscheinlich raus, will ich aber nicht, weil... Katze. Jetzt geh doch bitte. Der Papa spielt doch hier. Ich bin doch hier. Leg dich einfach hinter mich. Ja. Da kann man rausgucken. It's getting dark out. Es wird dunkel draußen. Ich sollte nach Hause gehen. Okay. There's a note on the table. Eine Notiz auf dem Tisch. Added to the journal. What the fuck? Okay, jetzt sind wir dann wieder von der Helligkeit her in Ordnung. Vielleicht haben wir viel zu lesen in dem Spiel, dann wäre das ja super. Where did Miss Jin go? Wo ist Miss Jin hingegangen? Oder Miss Yin, oder wie auch immer man das ausspricht in der Sprache. Whoever was passing this note in class was worried about Miss Jin. Miss Jin keeps calling in sick lately. That's weird. No kidding, man. I hate those other subs they sent in. Okay, also ganz genau kann ich es nicht übersetzen. Allerdings fragt hier jemand, beziehungsweise sagt hier jemand, dass er sich Sorgen um Miss Yin oder Jin macht, weil sie ja wohl schon längere Zeit krank ist. Keeps calling in sick lately. Also so verstehe ich das jetzt mal, dass sie so ein bisschen kränkelt in der letzten Zeit. Es ist merkwürdig. Und I hate those other subs they sent in. Weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich die Vertretungslehre oder sowas. Möglicherweise. I put it in my notebook. Okay. Das geht auch irgendwo auf. Genau, das ist die Viereck-Taste in dem Fall. Square Button. Daran kann man jetzt blättern. Ah, da gibt es auch School Anthem. Oh, School Anthem is actually. It actually has a decent melody. The lyrics, however, feel like another one of those propagandas promoting patriotism. Okay, also die Schulhymne klingt so ähnlich wie diese patriotischen. Beziehungsweise diese Propaganda-Lieder, die gesungen werden oder gesungen wurden. Man muss dazu sagen, ich glaube, das Spiel spielt in den 50ern. Ja, und da war da wohl auch ganz, ganz viel so zwecks Kommunismus und so weiter und so fort. Ne? Ich weiß über dieses Land leider nicht so genau Bescheid. Ich weiß momentan ehrlich gesagt gar nicht, aus welchem Land dieses Spiel genau kommt. Irgendwas mit Korea oder was? Taiwan. Es könnte Taiwan sein. Jetzt kommt die Katze halt doch, ist mir egal. Also auf jeden Fall wurde damit sehr stark Patriotismus beworben mit diesen Liedern und diese Schulhymne klingt wohl wie eines davon. Schulmotto und Regeln. The first thing in orientation was to memorize the school motto and rules, okay. All that be honest, be brave, be loyal, be frugal stuffs and making sure you know it was Principal Mr. Shen who established these foundations for us, okay. Also Ehrlichkeit, Tapferkeit, loyal zu sein. Frugal weiß ich leider nicht, was das heißt. Aber auf jeden Fall alles Tugenden. Ja, schwarze Katze, schön, passt. Kannst den Schwanz die ganze Zeit da oben lassen, wenn du willst. Ja, Mr. Shen hat diese Sachen ins Leben gerufen für die Schüler. Man sollte sich auch daran erinnern mit dieser Hymne. Okay, dann sind wir soweit mal mit dem Buch durch, mit dem Notizbuch. Und können so mit dem Spielverlauf weitermachen. Da ist noch was. This is my seat. Das ist mein Platz. The chairs are pretty uncomfortable, but I'm used to it now. Okay, die Stühle sind recht unbequem, aber ich habe mich daran gewöhnt. So, dann ist hier jetzt nichts weiter. Na? Dann gehen wir hier mal raus. Ja, das ist von der Helligkeit her schon wieder etwas angenehmer. Immer noch nicht so, wie ich es gern hätte. Aber wie gesagt, wir werden das öfteren lesen. Also da sind wir raus. Nee, da sind wir rausgekommen. Ich gehe auch da rein. Machen wir hier. Relativ lange Ladezeiten, leider. Mag aber damit zusammenhängen, dass ich jetzt vielleicht in einem anderen Raum bin. Das ist my seat. Nein, ich bin nicht in meinem anderen Raum. Okay. Wieder raus. Kann der Junge eigentlich auch rennen? Das wäre ja super. Aber das kann er, glaube ich. Ach, jetzt läuft er sogar. Okay, alles klar. Also gut. Dann gehen wir mal nach hier. Die
jeden Fall unangenehm. Unangenehm ruhig in dem Klassenraum. Irgendwie sowas Unangenehmes, ne? Have they all gone home? Sind sie alle heimgegangen? Ja, 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 ja. Ist wohl auch zu. Kann man hier nach oben? The front gate isn't this way. Okay. Ja, er will natürlich auch nach Hause, deswegen möchte er zur Vordertür oder zum vorderen Tor, um die Schule natürlich zu verlassen. Girls Restroom. I shouldn't be going in there. Okay, das ist natürlich die Damentoilette oder Mädchentoilette da sollte. Oder Bad, mehr oder weniger Restroom. Ja, also die Sozialräume, sagen wir es mal so, für unter anderem auch für Körperhygiene. Und er muss auch nicht in den Herren, auf die Herrentoilette. The front gate isn't this way. Okay, Treppe runter. Geht. Fein. Added to the journal. Public announcement. Public announcement. Due to our ongoing war with mainland China, instructed by... Ach, das war doch der von vorher. Is asking students to rat out anyone who may be pro-communist or show signs of treachery. Okay. Eben doch nicht kommunistisch. Wollen sie sein. Werden aber vom kommunistischen China wohl mehr oder weniger. Ja. Wie soll ich sagen? Kontrolliert. Oder versucht zu kontrollieren. Ich habe mit Geschichte echt leider fast nichts drauf. Also frag mich bitte nichts zu irgendwelcher Historie, was China oder irgendwelche anderen Länder angeht, die China mal besetzt hat oder sonst was. Auf jeden Fall hat der Instructor bei. Direktor oder irgendwie sowas von der Schule hier auch zu verstehen gegeben, dass man doch pro-kommunistische Leute oder auch ja, die verräterische Züge zeigen, dass man sie doch bitte melden soll. Rat out anyone, also ich nehme an, das heißt so viel wie verpetzen. Ne? There are big rewards for informants, also es warten große Belohnungen auf Informanten. Moment. Results of school literary competitions. They're only doing this to stimulate patriotism in us and to praise the great president. Okay, also die machen da wohl Veranstaltungen, um diesen Patriotismus in den Schülern zu wecken und auch zu entsprechend zu stimulieren, wenn man das genau übersetzt, und den großen Präsidenten zu ehren, zu preisen. Also dieser Junge scheint offensichtlich mit dieser Regierung jetzt gerade nicht so klar zu kommen. Sind noch mehr dazu gekommen? Nein. Ich werde das noch sehr oft lesen müssen, schätze ich. Von da bin ich gekommen. Da will ich nicht wieder hin. Da geht es auch. Nein. They say Mr. Cao sometimes sleeps in here. Okay, Mr. Cao ist vielleicht ein Lehrer, der kein Zuhause hat. It's locked. I don't think anybody's in there. Okay, ist verschlossen. Ich denke nicht, dass da jemand drin ist. Colonel Cao, or Colonel Cao, as we call him behind his back, is a military veteran. Okay, also dieser Mr. Cao ist ein Militärveteran. Und sind ja nicht hinter seinem Rücken Colonel Cao. Vielleicht war er aber Colonel, man weiß es ja nicht. This used to be a classroom. Then they changed it to half storage and bedroom for our maintenance worker, Mr. Cao. Maintenance, was ist das nochmal? Ist der vielleicht doch kein Lehrer? Aber vielleicht so eine Art Hausmeister. Oh, da geht's rein. Ui. Ach. Alles ja äußerst interessant. Es sieht aus, also es sah gerade eben aus, als würde da jemand erhangen sein, aber da hängt tatsächlich irgendwie so ein Wischmopp über so eine Leine da gespannt, so sieht es für mich zumindest aus. Plus dieser Anzug da, dieser merkwürdige Hosen. Oder halt dieser Blaumann oder was es sein soll. Da geht der Licht an. Ja, ja, schön. Jetzt kann man sich da Dinge angucken. Was haben wir denn da? Eine Kurbel. Eine Handkurbel.
Kerosinheizer. Oder halt Ofen. Wir haben es letzten Winter benutzt. Huddling around it and having a good time. Und sie haben sich wohl darum versammelt und so ein bisschen gehudelt. Wer weiß. Also hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Fliege oder sowas. Und sonst weiter ist hier aber nichts. Ich habe diese Grube genommen. Die werde ich wahrscheinlich gegen später noch brauchen. Wofür auch immer. Vielleicht hierfür. Kontrollpanel. Oh, the roll-up door. Okay, für die Roll, fürs Rolltor daneben. Open it. Ja. Ja, wenn wir nicht da vielleicht schon die Grube brauchen, ne? It's a mechanical winch. There are instructions on the cover. Okay, also eine mechanische Winde, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder halt so irgendwas zum Drehen. Und da sind Instruktionen drin. I think I need a hand crank. Ich habe bereits eine hand crank. Dreieck das Inventar öffnen. Und Items benutzen. Da ist er. Ah, da unten ist es. Sieht man fast nicht vor dem ganzen Kladderadatsch da. Benutzt er auch völlig automatisch. Geht es jetzt durch? Oder ginge es jetzt durch? Ich schaue mich aber trotzdem nochmal um. Some of the most valuable stuff is in here. Also, valuable, wertvoll, nützlich. Ich glaube, das nützlichste Zeug ist da drin. Including the only telephone we have in school. Also inklusive des eigenen Telefons, das wir in der Schule haben. Des einzigen Telefons, das wir in der Schule haben. A pot for growing daffodils. Also irgendwelche Pflanzen. Only one of them is still hanging in there. There's something in the dirt. Dig it out. Ja. Oh, das ist ein Foto. An old photograph. An old photograph. Can't tell who's in the picture. There is a quote written on it. Okay, also er kann nicht erkennen, wer das im Bild ist, aber quote. Also man sieht ja das Blaue da, da ist irgendwas handschriftlich drauf geschrieben. The roots below the earth claim no rewards for making the branches fruitful. Also die Wurzeln in der Erde bekommen nichts dafür, dass sie, wie soll ich sagen, die Pflanze Früchte tragen lassen. Okay, sie werden nicht dafür, sie bekommen keinen Lohn dafür, dass sie ihre Arbeit machen sozusagen. Was auch immer. Sonst haben wir alles gelesen soweit, okay. Das hatten wir schon. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, dass sich das bei jedem Fenster wiederholt, wenn man ins gleiche Zimmer guckt. Principal's Office is also locked. Hier ginge es wieder nach oben, aber von da kommen wir ja, da wollen wir nicht wieder hin. Kann ich denn irgendwas hier noch einstellen? Ich habe den Eindruck, so ein V-Sync oder so wäre vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man das einstellen könnte. Ich habe teilweise so den Eindruck von so Querstreifen im Bild, ja. Die gehen ja bei manchen Spielen, wenn man das V-Sync einschaltet, dann weg. Nicht, dass ich viel Ahnung von sowas hätte. Es geht halt. Aber in dem Spiel scheint es sowas nicht zu geben, ist ja dann in dem Fall auch nicht nötig. So, ist wieder stockdunkel. Jetzt ist schön. Es regnet zwar etwas. Ah, jetzt sieht man. Ja, ich habe bisher hier, dass man das auch mal sieht, ne? Es wird ja wahrscheinlich mit dem größten Teil des Spiels etwas dunkel hier bleiben. Deswegen wird es wahrscheinlich oder unter Umständen nicht gesehen werden. The auditorium is at a lower altitude compared to other buildings at school. Okay, das ist Auditorium. Oder in tieferer Lage. Lower altitude, ja, also auf geringerer Lage. Ne? Wir merken auch gerade, dass wir bergab laufen. Ne? Mein Englisch ist leider viel zu eingerostet, um hier wirklich adäquat übersetzen zu können. Aber ich probiere es halt einfach, ne? Through the auditorium is the front gate and the route down the mountain. Okay. Also dadurch, da komme ich zum Front Gate, also kann ich nach Hause gehen. Dann ist das Spiel vorbei. Super.
The shortest route back home is through the auditorium. Wie sind wir doch jetzt? Enter? Yes, absolutely. Machen wir das mal. Normalerweise habe ich hier noch ein Kerzchen stehen. Das hätte jetzt wahrscheinlich auch so ein kleines... Oh. Was? Das hätte jetzt wahrscheinlich auch einen Effekt. Aber heute habe ich keine Kerze. Was ist das? Sie? Ja, ich weiß, ich kann da hoch, aber ich kann sie ja erstmal angucken. Wer ist das Mädchen? Schläft sie? Hallo? Sie reagiert nicht. Vielleicht sollte ich auf die Bühne gehen. Naja, früher oder später hätten wir es ja gewusst, ne? Andererseits, guck mal, eine Tür. Sie geht sogar auf. Geil. Was haben wir denn hier? Move Cursor? Nee. Ach so. Nee. Hallo? Hä? Ein old exhaust fan. The power is off. Also ein alter Lüftungs... ja, Propeller. Also halt ein Ventilator. Der Strom ist aus. Ist ein Dimm, also wahrscheinlich so ein leises Summen oder sowas oder ein Luftzug halt aus dem oder vom Ende des Schachtes zu hören. Ja, hatten wir schon. Und was haben wir da? Something in there. But I can't reach it. Okay, da ist was drin, aber ich komme nicht ran. Mit Sicherheit finden wir da ja irgendwo Abhilfe. Schauen wir mal her. Ein Schirm. Nimm den Schirm. Ja. Der Schirm. Was haben wir da? Flagpoles and class signs. This stuff is used during our school assemblies. Okay, also Flaggen und Klassenzeichen. Also jede Klasse hat ihr Zeichen oder ein Emblem oder sowas in der Art. So, kann ich da jetzt vielleicht mal was tun? Something's in there, but I can't reach it. Ja, vielleicht mit dem Schirm? Denn der hat ja meist einen krummen Griff. Bin ich vielleicht zurück und das nochmal... Wie war denn das vorher mit L? Ja, geht ja irgendwie nix. Also ich bilde mir ein, dass ich das Ding vielleicht bewegen muss hier so ein bisschen, um da besser durchzukommen mit dem Schirmgriff. Vielleicht muss ich einfach nur von außen in Inventar den benutzen. Also ihr habt das Inventory. Jetzt den Schirm mal nehmen. Ah. Also ich hoffe, dass es nicht zu einer Disziplin in diesem Spiel wird, solche Sachen unter Zeitdruck zu machen oder unter, also während man verfolgt wird von irgendetwas oder irgendjemandem. Jetzt haben wir doch auf jeden Fall mal eine Kette oder sowas gefunden. Gucken wir mal rein. Was ist denn das? Hallo? Inventar. This doesn't do anything. Das macht gar nichts, das Ding. Okay.